Ach so, die Expedition endet ja jetzt. Oh, da muss ich mal ganz, ganz kurz seriös sein. Einen Moment. Na gut, ich habe eh nur noch einen Angriff. Wie sieht's denn hier aus? Och, bin ich doch so weit oben? Also relativ. Ja gut, dann hätte ich mir den Kampf sparen können. Komme ich jetzt noch in die Top 500? Dazu müsste ich. Ja, eigentlich schon. Ach komm, dann machen wir jetzt noch. Die Top 500 mache ich jetzt noch. Da gibt es nochmal 20 Steinchen mehr. Und ich denke mal, das lohnt sich schon. Bison unterstrich. Kann ich jetzt so nicht sagen. Ich, ja, muss ich, da müsste ich ja jetzt den Livestream als Werbung markieren. Geht nicht. Folgt mir. Sehr schön. Die Top 500 will ich noch schaffen. Jawohl. Und zwar machen wir mal ein paar Energies weg. Die Fünfer packen wir. Die können wir mal leer machen. Oh, was ist jetzt? Oh, abgestürzt. Auch nicht schlecht. So. Gut. Ja, die Top 500 will ich wenigstens noch schaffen. DF auf 1, 2 und 3. Warum nicht auf 1, 1 und 1? Sollte doch eigentlich drin sein. So, man kann sich ja so ein bisschen absprechen untereinander. So, gucke ich mir gleich mal an. Ich verballer nur noch mal ein bisschen die Energie. Machen wir mal, ich denke, 3. 3 sollten safe sein. 3 sollten safe sein. So, wo war denn das zuerst aktualisiert? Im Ranking oder in der Übersicht? Ich weiß es nicht. Okay, hat definitiv gereicht. So, wer ist denn jetzt hier so da oben? Okay. Okay. Er ist schon sick, dass Mike ein bisschen mehr als die Hälfte von hier zu bekommen. Aber der hat ja ordentlich reingekloppt. 8, 9. Aber wenn ich so an früher denke, da wurde doch viel mehr reingepayt. Ich erinnere mich irgendwie an den vorletzten oder vorvorletzten Goblin BGE, wo da 11.000, 12.000 gemacht worden sind. Kann das sein? So, 36, 12. Ja, so viele werden wohl jetzt nicht mehr. Das sollte eigentlich passen. Den Rest spare ich mir auf. Kann ich. Oh, ich hätte. Oh, ich kann sogar was leveln. Brauche ich zwar jetzt nicht mehr. Wart. Und. Ja, Wart 6 ist schon knusprig. Ist schon knusprig. So. Ziehen wir noch mal schnell die Bounties durch. Habe ich halt die Schatz-Checker gezogen? Ja, natürlich. Ja, leider läuft das CP heute aus. Ich hätte sehr, sehr, sehr gerne doch einen gekauft, aber naja. Es lohnt sich halt nicht. Weil selbst mit 1400 Shards heißt das noch lange nicht, dass du ihn Quad kriegst. Und das geht halt nicht. Das geht ja nicht mal so weiter. So, Rosi und seine 20k bei Loktor. 20k bei Loktor? Was meinst du jetzt? Versteck. Ja, ziehen wir mal noch schnell die Bounties durch. Echt, hat Rosi da 20k gemacht bei Loktor? Krass. So, Family Inc. werden wir mal selber spielen. Ich muss mir mal ein Taschentuch holen. Nase ist schon wieder verstopft. Eine Sekunde.
was für Sachen du dich erinnern kannst. Ich weiß noch nicht mal mehr, was ich heute zum Mittag hatte. So. Ja, Narix wird jetzt leider... Oh Mann. Halskratzen. So, Narix wird jetzt leider aus den Decks verschwinden. Fand ich sehr, sehr cool, dass man ihn jetzt mal 2 Monate lang spielen konnte. Hat Spaß gemacht. Ist eine starke Karte. So, bitte Fortschwing freezen. Das wäre echt knusprig. Das ist sehr, sehr lecker. Jawoll, jawoll, jawoll. Und das war's. Ja, Lockjaw habe ich damals... Ich habe mir zwar die Truhe gekauft, aber ich habe in der Expedition nicht so zugelangt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Da hatte ich nur, in Anführungsstrichen, 75. Platz oder so. Oder Top 75 gemacht. So, ich habe ich müsste, glaube ich, 4 Kisten sogar holen. Aber ich warte, bis der BGE da ist. Da kann ich den ja noch zeigen. Okay, es sind nur 3 Kisten. So, die 2 Dias habe ich mir extra für euch aufgehoben. Und was wir noch aufmachen können, ein sehr schönes Epic Pack Opening können wir aufmachen, weil die Gilde ist etwas spendabel gewesen oder beziehungsweise die Leute, die werde ich dann noch namentlich nennen, der so toll gewesen ist. Ja, und da können wir das ein oder andere epische Paket öffnen. Gibt's ja auch die ein oder andere Karte, die man selbst als Pay-to-Win-Spieler ganz gut gebrauchen kann. So, jetzt muss ich eigentlich mal gucken, wer ist denn überhaupt noch da? Oder wer ist denn schon da? Wie auch immer. View-Counter. So. Und zwar... Bison, Crow... Thorsten weiß ich nicht, Grimfly weiß ich nicht, Pipo ist... Ah, Pipo ist auch da und Vytür. Und beim Rest, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das wird hier mal so ein bisschen... Naja. Schlecht dargestellt. So, Jungs, gleich ist es soweit. Es ist 17:59, gleich sind die Drachen weg. Und dann haben wir endlich die Engel. Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass es wieder Legion gibt, weil ich dachte mir so, ja, wenn die Engel Legion bekommen, was willst du denn noch mit einem Mecha-BGE, der dir Warp gibt? Und da dachte ich so, da sie ihn ja jetzt schon das letzte Mal oder das vorletzte Mal, ich weiß nicht, ob sie es davor auch schon hatten, dachte ich mir so, ja, die werden bestimmt was ändern, dass die Engel irgendeinen anderen Buff bekommen. So, es müsste 18 Uhr sein. Wir gucken in den Shop und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was es jetzt für eine Box gibt. So, es ist noch nicht aktualisiert. Das Schweinchen gibt es noch zu kaufen. Also, indirekt zu kaufen. Und vor allen Dingen, was in der Arena-Kiste drin sein wird. Da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt. Expedition habe ich hoffentlich jetzt, überlebt. Oh, das sieht ja cool aus. Das sieht ja cool aus. Das sieht richtig nice aus. 483. Jawoll. Damit bin ich vollends zufrieden. Oh, Crow ist Vierter geworden. Okay. Okay. Ah, leid. Ach, ist das ärgerlich. Da hättest du dir ja so viel sparen können, aber... Das weiß man leider immer erst im Nachhinein. Ja, morgen geht's da wieder los. Ach komm, hier Leute, ich höre auf. Ich komme in 2 Monaten wieder, wenn der Arschgeneral-Spam vorbei ist. Das ist, also das haben sie cool gemacht, dass hier oben auf dieser Brüstung, dass da dieses Fighting Spirit steht. So, was gibt's denn hier? Scorch. Oh, Scorch. Das ist ziemlich krass. Da will ich schon gar nicht, da interessiert mich schon gar nicht mehr, was die anderen Skills sind, weil Scorch geht hoch.
Du spielst so viele Doppelschlagsengel. Was glaubst du, wenn die zusätzlich Scorch 5 machen? Also das wird Schild, Panzerung, vollkommen useless. Ich werde nur auf Scorch gehen. So, jetzt gucken wir doch mal in den Store. Wie sieht's hier aus? Stone Soul Box. Ich bin gespannt. So, was haben wir Köstliches? Ich sehe keinen Oni. Okay. So, ich sehe die Valkyrie. Haben sie gebufft. Von 14 auf 18 Leben, das weiß ich. Und ein Frost Breath und glaube ein Freeze Air, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Die wird sehr, sehr, sehr nervig sein, die Karte, weil die Engel sind darauf angewiesen, ihre alle gleichzeitig rauszukommen, beziehungsweise die dürfen nicht gefreezed werden. Da gibt's keine Legion, da gibt's keinen Doppelschlag. Freeze ist extremst nervig dann, gerade in Engel BGE jetzt. Ich finde sie aber trotzdem nicht so... Naja, es... Ich finde sie nicht gut, weil sie hält nichts aus und... Ja. Ich finde sie jetzt nicht so toll. Justice. Die wurde auch gebufft. Panzerung 6. Okay, das ist nicht übel für eine 2-Delay. Ja, aber das widerspricht sich dann wieder so. Warum soll ich bitteschön Panzerung 9 auf der Karte haben? Ich will ja dann, dass der Damage durchkommt, damit die Vergeltung zündet. Ja, das ist wieder so. Das ist wieder so eine Sache. Hallo Jan. Grüß dich. Das ist wieder so eine Panzerung und Vergeltung auf einer Karte. Es ist wieder so... Weiß ich nicht. Das ist eine neue Karte. Die sagt, oder? Also die sagt mir gerade nichts. Ich muss nochmal die Fraktion angucken. So, das ist nur ein Engel. Das ist wahrscheinlich auch ein Engel. Und das ist auch nur ein Engel. Äther, oder? Ja. So, Korrosiv 6. Useless. Inbrunst Engel 5. Ja, das ist gut. Weil das wäre Inbrunst Engel 8. Das wären 16. Da hat sie schon mal 23 Attack. Und dann kommt noch die Legion von links und rechts. Also wenn sie durchhält, dann ist sie gut. Aber 2 Delay, ein bisschen korrosiv. Ja gut, man kann sie spielen. Aber Oni ist halt trotzdem besser. So, wurde die gebufft? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Useless. Die ist zwar ein Engel, aber die kann man überall spielen, außer im Engel-BG, glaube ich. Also mit der Box haben sie jetzt schon mal keinen rausgehauen. Das kann ich jetzt schon mal so sagen. Oh, hier gibt es eine neue Karte. Backslash 4. Vergeltungen ermächtigen alle 4 auf den 3-Delay. Euer Ernst? Das ist auch... Also da würde ich auch sagen, das ist so eine Karte, die würde ich nicht im Engel-BG spielen. Die würde ich in anderen BGEs spielen. Da hätten sie ja wenigstens Ermächtigen alle 5 machen können, so wie Atlas. Das finde ich ja auch ein bisschen... Ja, Backslash 4 ist okay. Dazu noch ein bisschen Vergeltung. Aber auch nur 7. 3 Delay, Vergeltung 7. Und hier 2 Delay, Vergeltung 8. Ah, ich habe nicht so das Gefühl, dass sich hier wieder Gedanken gemacht wurden. Ja, die... viel zu wenig Leben, muss ich so sagen, wie es ist. Wie soll die denn bitte schön überleben? Und dann nur noch Single-Barriere 5. Ich finde, also die beste Karte finde ich ja immer noch die Valkyrie. Und die finde ich schon nicht so ganz prickelnd. Nee, also das ist wahrhaftig keine Box, wo man was investieren sollte. Ja, die wird auch nicht überleben. Die ist außerdem schlecht. Vergeltung, die ist auch schlecht. Pff, Chaos 3, das ist halt auch nix. Das ist halt nix mehr. So, der ist auch sinnlos. Pff, 3 Delay. Was ist los, Mann? Was ist, bitte? Ich kann doch nicht so eine Karte verkaufen, die 3 Delay 28 Leben hat. Das sind Standardwerte für eine 2 Delay Karte. Die ist
Ja, den kannst du auch vergessen. Die haben ja noch nicht mal, die haben ja noch nicht mal diesen Goblin-Engel reingepackt, der wenigstens Doppelschlag, Panzerung und durchbohren hat. Nicht mal den haben sie reingepackt. Also eine absolut schlechte Box. Ab in die Mülltonne. Absoluter Trash. So, gucken wir uns mal die Arena-Kiste an. Okay. Die gefällt mir. Für Free-to-Play gefällt die mir. Gerade Valor. Valor ist ja sowas von OP geworden. Bei 4 Angriff, warte mal, Valor waren 50% 9. Hier würde ich sogar eine legendäre Valor-Rune draufpacken, weil bei 13 Attack, lass mal noch Orgot oder Samael sein, da hat er dann noch 12 bzw. 10 Attack, da kriegt er definitiv nochmal Valor. Und dann ist er schon bei 19, wenn er denn überlebt. Hat noch dazu durchbohren. Also ich finde die Karte jetzt schon fast so stark wie die Walküre, sage ich mal. Das wäre für mich so die zweitstärkste Karte in der Box. Ich finde die gut. Ich finde die gut. Kann man definitiv spielen. So, was geht bei dir so ab? Was macht Backslash ab? Ja, im Engel-BGE ist Backslash jetzt halt. Naja. Es gibt halt ein paar Karten, die haben Frostbreath. Es gibt ein paar Karten, die haben. Oder viele Engel haben ja doch Schwächen. Schwächen und Schwächen alle. Also Backslash 3 auf einer One-Delay finde ich jetzt nicht. Also ich finde es nicht schlecht, weil wir hatten ja jetzt den Mecha, den man hier für $2,99 kaufen konnte. Der hatte 3 Delay und Backslash 3. Da habe ich mich gefragt, what the fuck? Aber hier auf One-Delay 3 Backslash ist okay. Und die Skill-Kombination ist auch, ich finde sie gut. Ist okay vom Leben her. Ich finde die grundsolide, die Karte. Die hier, ja, Single ermächtigen. Ermächtigen Engel 7. Das sind mit Rune 11. Ist nicht schlecht, wenn die da natürlich auf eine Doppelschlagskarte noch drauf geht. Kann man mal machen. Ja, Single-Barriere. Es sind immer so eine Sachen. Und auch ganz schön wenig Leben. Also ich finde die nicht jetzt gut. Okay. Alter. Schraut 6. Das heißt, die wird zu 100% rauskommen. Oder sagen wir zu 99%. Ermächtige 9 ist okay. Vor allen Dingen fraktionsunabhängig. Heilen alle Engel 4. Die finde ich sehr, sehr, sehr geil, um mit der zu starten. Du legst die mit 3 Delay. Danach legst du Oni oder Azariel oder eine sonstige Engel 2 Delay-Karte. Dann legst du einen Rache-Engel oder Betrayal. Und dann kommen die alle gleichzeitig raus. Und der heilt die ganzen Engel schön dann wieder hoch und ermächtigt. Überlebt auch. Heilen alle Engel 6, würde ich wahrscheinlich machen. Ich finde die gut. Ich finde die gut. Also die erste und die dritte. Ja, die finde ich kacke. Die wird hundertprozentig nicht überleben und selbst wenn dann, dann juckt es auch niemanden, weil sie macht so gut wie nichts. Also die erste und die dritte Karte sind stark. Gefällt mir. Die gefallen mir echt gut. Also ich würde eher 4000 Shards für die, oder ich sag mal, in Relation gesehen, würde ich hierfür eher Shards ausgeben als für die Box. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr. Naja, es ist Free-to-Play freundlich, klar. Aber es ist irgendwo auch traurig. So, ich bin gespannt, was es im Jackpot gibt. Der ist sehr, 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 sehr nervig gewesen im Avian BG. Was der sich hochermächtigt hat. Junge, Junge. Habe ich aber nicht. So, was kannst du? Wer bist du überhaupt? Untoter? Ach, du bist ein Engel, okay. Verhexen alle drei, ja. Ist eigentlich gar nicht mal so ungeil. Verhexen alle drei, Bolt all drei und Schwächen. Wäre natürlich richtig nice, wenn das Schwächen alle drei zuerst kommen würde, dann das Verhexen und dann das Bolt alle. Also er zerstört drei Unsichtbarkeiten, hat aber auch drei Delay. Das ist halt.
Der kleine Nachteil, den Aal gibt es, den kann man auch durchaus in der Challenge spielen. Wo ist denn eigentlich Grimfli? Frage ich mich. Grimfli, du bist online, ich weiß das ganz genau. So, was gibt es? Foxy Proxy, na, damit kann ich doch sowas von leben. Okay. Energie. Und zwei Fläschchen. Also gegen 300 Foxfeuersteine würde ich nichts einzuwenden haben. So, gibt's hier irgendwo was? Nö, ne? Nicht so wirklich. Hätte ja sein können. Ja, die Box, absoluter Müll, aber es gibt doch ja sehr, sehr, sehr viele Karten, die verkauft werden können. Bitrayal, Oni, der Null-Delay-Engel, Teroxys, nee, wie heißt der? Nicht Teroxys, das war ja der Champion, Terrorlard. Gibt doch sehr, sehr viele Engel, die man unter die Leute bringen kann. So. Ach so, die Belohnung. Stimmt, da war ja was. Ja, wie gesagt, viele wird es jetzt freuen, dass sie den nochmal bekommen. Ich brauche den nicht auf die nächste Stufe bekommen, weil ob ich Panzerung 6 habe und noch einen Angriff mehr, juckt mich überhaupt nicht. Ich werde auch nicht jetzt hier 235 Steinchen in den Bounties anpeilen. Müsste ich mal gucken. 235. Das wäre schon ziemlich hoch. Da müsste ich schon Top 100 sein. Und darauf habe ich überhaupt gar keinen Bock. Ich bin ja auch sehr... Crow, Mensch, Kinder nicht noch einmal. Du eskalierst aber gerade ein bisschen. Wie hoch möchtest du denn den bekommen, Crow? Das würde mich mal interessieren. Auf welche Stufe du den haben möchtest. Ja, für mich das Wichtigste an der Karte ist halt einfach, dass es Ermächtigen 8 hat. 2 Delay, Ermächtigen 8. Der Rest ist mir alles so ein bisschen, Gut, ich wollte noch Enrage alle 5 haben, aber der Rest ist mir vollkommen boogie. So, was machen wir jetzt als erstes? Ich würde sagen, ich muss mal gucken, wie viel Platz ich denn überhaupt habe. 2, 4, wie viel kann man haben? 4000. Okay, also kann ich jetzt 2, 8, 3, 2, 3, 6, 4. Ich kann noch 4 Stück aufmachen. Und dann müssen wir mal etwas hier öffnen. Okay. Fangen wir mal unten an. Das hatte ich schon geöffnet. River on Fire. Thank you, dude.
So, das Entschuldigung, aber wir sind ziemlich scheiße. Päckchen haben wir auch mittlerweile mal bekommen. Das Bild ist gezoomt. Okay, ich habe nämlich gerade auf Vollbild gestellt. Dann mache ich es mal wieder zurück. Ach ja, stimmt. Ja, ich hätte mal links gucken sollen. Ja, gut. Jetzt sollte es wieder gehen. Ich habe mal ganz kurz auf Vollbild gestellt, weil ich noch ein Video gemacht habe für Instagram. So, ups, da wollte ich nicht hin. Ja, Entschuldigung, dass wir so kacke sind und eure Meinung uns nicht interessiert. Wir müssen euch jetzt eine Entschuldigung geben, weil ihr sonst nicht die Fresse haltet. Ich habe es nur mal ganz kurz übersetzt. So, dann nehmen wir mal das, was wir jetzt kriegen. Ein legendäres Paket und wir bekommen einen Arschgeneral. Da sind wir doch gerade beim Thema. Den werden wir so fucking häufig sehen in diesem BGE. Das wird nicht feierlich werden. Ihr werdet euch schon drauf freuen können. Stratego ist heute auch nicht da. Oder noch nicht im Stream. Jedenfalls habe ich das noch nicht gesehen. Ja, der freut sich auch schon. So, was habe ich gesagt? Vier Stück kann ich öffnen. So, Nummer 1. A Tropical Angel. 2. 3 und 4. Was gibt es eigentlich für eine? Kann ich dich in der nächsten Englischklausur als Wörterbuch benutzen? Du, ich. Also ich. Bei mir ist es immer so, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin. Und zum Ende vom Urlaub hin, dann ist es dann mittlerweile so schlimm, in Anführungsstrichen schlimm, dass ich schon in meinem Kopf Englisch denke. Also da denke ich schon gar nicht mehr in Deutsch, da denke ich schon in Englisch. Aber das muss ich, das ist wie bei vielen anderen, das muss ich erstmal wieder alles einspielen. Jetzt, wo ich früher noch englische Serien geguckt habe, beziehungsweise ich habe die Serie auf Englisch geguckt, dann habe ich sie geguckt, wo sie mit Subtitle rausgekommen ist, und dann habe ich sie nochmal geguckt, als sie übersetzt wurde ins Deutsch. Da bist du dann halt regelmäßig im Training und da läuft es dann auch ziemlich flüssig. Aber jetzt habe ich leider mit Englisch nicht mehr so ganz viel am Hut. Und ja, es war schon mal viel, viel besser. Also ich kann zwar ein bisschen Englisch noch reden, aber ist doch vollkommen klar, wenn man was nicht benutzt, dann verlernt man das auch teilweise wieder. Und so ist es halt mit dem Englisch. Also ich könnte auch Spellstone in Englisch streamen, beziehungsweise in Englisch kommentieren. Spellstone würde noch gehen, aber bei Politik-Simulator oder Command Conquer könnte vielleicht auch noch gehen, dass ich das auf Englisch kommentieren könnte. Aber bin ich so ehrlich, das traue ich mir jetzt noch nicht zu. Muss ich mal gucken, ob ich das in Zukunft so machen kann, machen werde, wie auch immer. Söhrchen Popöhrchen. Machen wir mal vier epische Pakete auf. Bin ich ja mal gespannt, was da jetzt Leckeres zu finden ist. Ja. Also ich finde, die im Drachen-BGE ist die Top. Scourge 6 mit Rune plus. Was haben die bekommen? 25%? Ne, 20%. Das sind doch mal 4 oder 5 dazu. Versengen 11, 12. Dazu Daze, dazu Ward. Top-Karte. Ich habe sie nur nicht so oft gesehen, weil wahrscheinlich noch nicht so viele die Quad haben. So lange gibt es ja jetzt auch noch nicht. So, Garganotos. Oh, nochmal den Cinder und wieder eine epische Karte. Der Heuschreckenschwarm. Wie heißt der auf Englisch? Wie wird das jetzt ausgesprochen? Plag? Plag? Heißt es Plag? Plag? Locusts? Locusts? Plag? Ich glaube, Plag wird es ausgesprochen. Ja, wie dem auch sei. So, wir können jetzt 10-mal ein Gildengeschenk öffnen. Alles noch von Entropical Angel. Der ist mal richtig eskaliert. Hat alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest gewesen ist. So, das war das zweite. Guten Abend, Grünfli. Hallo, hallo. Bist du schon im Stream? Ja. Ah, schön, dass du jetzt auch da bist.
So, aber ich mache jetzt gerade noch, jetzt habe ich mich verzählt. Ich mache jetzt gerade noch die epischen Päckchen auf. So 5 Stück. Weil die verfallen ja, sonst sind nur noch 19 Stunden. Ich finde es sowieso ein bisschen komisch, dass die innerhalb von 3 Tagen verfallen. Schade, dass man die sich nicht so ein bisschen aufsparen kann. So, 2,8. 3,2. 3,6. So, da können wir ja dann zusammen die Challenge machen, Grimfli. Wir sind ja beide noch bei 90 Sternen. Ich habe es ja vorhin gesehen. Du bist ja auch noch gut dabei. Spielst du Xofrus, Sierra Crusher? Unter anderem, ja. Ja, gut, habe ich ja nicht. So, mal gucken, ob wir jetzt eine legendäre ziehen. Das wäre natürlich äußerst schmackhaft. Und da haben wir einen Racheengel. Da sage ich doch nicht nein. Arschgeneral, Racheengel. Das nehme ich gerne mit. Grimfli, deine Fans schreiben dir. Tja, Fire Titan muss man jetzt haben, nicht unbedingt haben. Oh, die habe ich auch schon so oft genutzt. Also das ist die Karte, das ist diejenige Karte von den neuen Standard-Set, die ich bis zum Erbrechen gezogen habe. Ich glaube, das ist jetzt meine 21. oder 22. Karte, die ich jetzt davon gezogen habe. Aber ich habe die noch nicht verdampft, weil ich mir so denke, na, vielleicht ist die ja mal im Seaford BGE, wenn der passend ist, spielbar. Keine Ahnung. Ich habe ja sowieso genug Staub, von daher. Jetzt zum Engel-BG brauchst du sowieso wieder Staub, dann sind die weg. Warum brauche ich? Ich habe eigentlich noch. Ich muss nichts aufwerten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich einen Arschgeneral baue. Muss ich gucken. So, die können wir jetzt alle instant öffnen. Da dürfte ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, die kann ich alle so öffnen. Das Good Scout ist auch mit von der Partie. Ich finde es schade, dass sie keine legendären Fragmente raushauen, weil das wäre schon. Es ist zwar eigentlich auch vollkommen buggy, aber es wäre trotzdem schon ein bisschen cooler, weil da würden kleinere Spieler auch, beziehungsweise kleinere Gilden, auch den Anreiz haben, das vielleicht mal doch zu kaufen. Weil epische ist immer so, nee, das ist halt wirklich nur Staub. Aber legendäre Fragmente. Oh, Darky hat auch noch gekauft einmal. Da wäre schon der Anreiz etwas größer. Ich crafte das jetzt alles noch und da gucken wir mal, wie oft ich so diese Kackkarte gezogen habe. Haben wir vielleicht noch eine legendäre? Nein, eher nicht so. Und der letzte Versuch. Ah, die fand ich so, also Free-to-Play war die sowas von stark gewesen. Wegen eben diesen Valor in Verbindung mit Daze. Ich glaube, ich habe die einmal beim Gegner auf 42 oder 36, irgend sowas rum mit Damage gesehen. Vollkommen übertrieben. Ein legendäres können wir nicht machen. Genau, dann gucke ich nochmal auf die Expeditionsmap, was es da für eine hübsche neue Karte gibt. Eine legendäre? Nein, ich habe in den letzten Tagen nichts gezogen. Eine blaue auch nicht. Gut. Verdampfen wir mal den ganzen Käse hier. Oh, ich bin bei 5000 Staub. Ja, super. Hat sich erledigt. Ich gucke mal ganz kurz ins Standard-Set, was ich hier wie oft schon gezogen habe. Den habe ich, glaube ich, einmal gebaut. So, Blackfin, die ist nicht neu. Den Free-to-Play-Frosch. Jetzt habe ich den Namen richtig drauf, nicht so wie beim letzten Mal. Den Free-to-Play-Frosch. Fünfmal. Den habe ich relativ zeitig schon viermal gezogen. Den habe ich jetzt vielleicht 2, 3 Monate lang nicht einmal gezogen. Beziehungsweise nur die eine. Da hatte ich sehr, sehr früh Quad. Arschgeneral 7. Racheengel 10 plus eine gebaut. Okay, den habe ich doch nur 19. Schande auf meine Asche auf mein Haupt. Doch nur 19 Mal gezogen. Den im Vergleich 7 Mal.
Den habe ich x-mal gebaut, habe ich das letzte Mal benutzt bei der, ich glaube, Blitz alle Challenge, bin ich mir nicht sicher gerade. Söhrchen! War das das? Nee, das war das andere. So. Das ist mein Engeldeck, jawohl. Ja, Oni leider nicht in der Box. Ja, schade, ne? Schade, schade. Was habe ich jetzt noch so an Engeln da? Engel, so. Warte, wir gehen mal hier hin. Ja, den Mönch würde ich dann noch zu Ende bauen. Oni würde ich zu Ende bauen, wenn es das mal zu kaufen gibt. Den könnte ich jetzt noch bauen. Er hat natürlich Doppelschlag und er hat natürlich auch Frostbreath und ein bisschen Vergeltung, was hier zwar nicht so wichtig ist, aber man könnte ihn noch mal als Alternative. Oh, den hätte ich unglaublich gern. Wie gesagt. Mit den Valor sowas von krank. Ja, was soll ich denn noch bauen? Ich könnte noch einen Arschgeneral bauen, aber ich wüsste nicht wozu. Oder? Als Konter für Vergewaltigungskarten nehmen? Was meinst du, Grümpfli? Was hast du jetzt im Deck? Ich habe nicht geschaut, sorry. Moment. So. Hä, wieso habe ich dann? Wieso habe ich da Buzzblade drin? Ich glaub, Buzzblade habe ich noch drin gelassen, wegen der Legion, die du bekommst. Beziehungsweise das Ermächtigen von den ganzen Karten, dass man da vielleicht mal so eine High-Delay-Karte mit 4 Panzerung wegbrutzeln kann. Ich glaube, das war mein Gedanke gewesen. Na, ich glaube, ich will keinen Boss spielen, weil die Tanks spielen, die haben Vergeltung oder Emberheit oder was auch immer und dann zerstört er sich sowieso selber. Würdest du eher Lapis mitnehmen oder Grimkite? Lapis hat halt Freeze. Das ist schon ziemlich, habe ich ja vorhin schon gesagt. Freeze ist, glaube ich, in kein BGE so gefragt wie in Denmir. Ja, den Deck sieht ein bisschen speziell aus. Ja, auf Engel speziell. Cordelia hat halt Doppelschlag mindestens 9, ne? So plus die Legion von beiden Seiten, plus Quiddy, plus Iron Paw oder was auch immer noch ermächtigt wird. Also Cordelia würde ich schon gern drin lassen. Buzzblade, okay, von mir aus kann ich rausnehmen. Oder vielleicht noch eine Vergeltungskarte mal reinpacken? Na gut, habe ich. Ach, wisst ihr was? Ich probiere es jetzt einfach mal. Und zwar gehen wir in die Arena. Na? Willst du nicht erst ein bisschen testen? Nö. Ich bin noch so weit oben. Das geht schon. Das muss gehen. Wird schon schief gehen. So, jetzt werden wahrscheinlich die ganzen Top-Leute in der Arena sein. Ich bin gespannt. Mal sehen, wen wir jetzt bekommen werden. Ich habe, glaube ich, nur Kachina. Okay, den Nullifall-Helden. Okay. Gott sei Dank habe ich auch Kachina gezogen. Das wäre schon sonst ein Problem gewesen. Krass, dass die auch Vergeltung 14 hat auf Stufe 4 und ich habe Kachina auf Stufe 5, auf Stufe 7 und habe gerade bei 15. So, Betrayal kriegt zwar kein Valor, was schlecht ist. Ich leg's trotzdem. Obwohl, kriegt er doch, stimmt, er kriegt ja doch Valor, weil er ja selber Valor bekommen hat. Boah, jetzt wird sich ja hochgewalort bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter.
So, dann lege ich wahrscheinlich Quidi, dann den Null-Delay-Engel. Ja gut, den brauchst du nicht mehr zu spielen, meiner. Bulbscale, das hat sich sowas von erledigt. So, der wird jetzt auch gefreezed. Oh, jetzt kommt Oni hinten raus. Bringt mir jetzt aber noch gar nicht so viel. Ich leg mal Lapis, um Scylla zu freezen. Hoffentlich zu freezen. Obwohl. Ich hoffe mal, dass der Freeze von Kachina nicht auf Bulbscale geht, weil der eh stirbt. So, jetzt legen wir Oni. Ein Mann frei. Richtig nice. Die ist vielleicht auch nicht so schlecht in Clash Decks, so als zwei epische Karten hinten raus. So, jetzt kommt noch Rasi. Okay, er hat schon die neue Karte aus der Arena-Kiste. Nice. Ja, Freeze ist einfach brutal bei den Engeln. So, und jetzt ist es vorbei. Mal gucken, was Oni so Köstliches uns zubereitet. Ach Mann, du Blödmann! Warum gibst du auf? Ach, ich wollte es doch sehen, wie viel Doppelschlag Oni macht. Ach, ärgerlich. So, wir gehen mal in die Arena-Kiste, weil sonst werden wir von den Coins her bestimmt voll. Was möchte ich denn ziehen? Ach, ich habe eigentlich, also den ersten und den dritten mag ich schon ziehen. Hätte ich schon Bock drauf. Ja, toll. Hat nicht so ganz geklappt. Naja, gut. So, mal sehen, was in den Dia-Kisten drin ist. Lasst mich mal ganz kurz auf den Kalender sehen. Ja, im August letzten Jahres habe ich das letzte Mal Windseelen oder Sliver gezogen. Vielleicht kriegen wir noch das halbe Jahr voll, in dem ich so beschissen werde mit den Dia-Kisten. Also Juriel kann man spielen durch das Nullify. Blockiert das Nullify das Legion vom BGE? Fragezeichen. Nein. Okay. Aber das Ermächtigen wird halt natürlich genullified. Juriel kann man durchaus spielen. Arschgeneral ist, glaube ich, die Free-to-Play-Karte Nummer 1. Die ist ja das letzte Mal schon brutal gewesen. Also ich würde die erste und die dritte Karte aus der Arena-Kiste spielen. Und so viele Arschgeneräle, wie du hast. Und Racheengel. Rein damit. So. Wünscht mir Glück. Mal sehen, was wir bekommen. Ja, komm, Sesam, öffne dich. Oh Mann. Ja, kann man mal so machen, würde ich sagen. So, und ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde mir jetzt in meine Notiz, ich habe zwei Notizen immer offen, wo meine To-Do-Liste ist, was ich noch so machen muss und was ich so an Runen habe. Ich werde jetzt das Datum reinschreiben. Heute ist der 10.01.2019. Da schreibe ich hin, 2 Sliver. Da kann ich dann das nächste Mal ganz genau sagen, beziehungsweise ich kann mich dann im März beschweren, dass ich im Anfang Januar das letzte Mal Sliver gezogen habe. Meine Fresse, also ich habe, glaube ich, öfter den 300 Steine-Jackpot gezogen als die Sliver. 6 generierte Quad, ja moin. Platin 3 incoming. So, sehr schön, da hat sich's doch gelohnt zu meckern. So, jetzt kriege ich wieder 1 Million Mal Inscription Powder, die folgenden Dia-Kisten. Steht hier eigentlich eine Wahrscheinlichkeit da? Wie oft man... Ne, das steht nicht da. Aber ich denke mal, das ist irgendwas bei 1%. Häufiger. Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. 1 oder 2%. So, da können wir ja eine legendäre Rune craften. Ich gucke noch mal ganz kurz in die Übersicht hier. Ob das auch so stimmt, was ich hier so aufgeschrieben habe. Ich habe Invis, ich habe Schild alle. Ich habe zweimal Vergewaltigung. Ich habe...
Einmal Empower, ich habe zweimal Empower All. Wo steht denn das? Steht gar nicht da. Siehst du, muss ich noch aufschreiben. 2 Amp All. Ich habe dreimal Inbrunst. Ich habe einmal Hex All. Ich habe einmal Blitz. Einmal Scorch. Einmal Schwächen. Das stimmt. Einmal Abschöpfen. Zweimal Force Breath. Jawohl. Zweimal Valor. Habe ich gar keine Vergiftrune? Ich habe keine Vergiftrune mehr. Ah, weil ich die ganzen Skorgon damit bestückt habe. Nullify habe ich 6. Jawohl, das passt alles. So. Mal gucken, was es Leckeres gibt. So eine Lebensrune könnte ich schon gebrauchen. So, Inbrunst fällt raus. Frost, also davon habe ich 3, davon habe ich 2. Und ich habe auch 2 Vergewaltigungsruhen. Eieieiei. Ich glaube, ich gehe auf Vergewaltigung. Weil das sind immer noch. Das kann man doch schon mal noch gebrauchen, denke ich. Frostbreath reichen 2. Und Inbrunst habe ich halt 3. Und so eine Karte wie Forgewing wird jetzt wahrscheinlich nicht wiederkommen, wo man 50.000 legendäre Inbrunstruhen braucht. Ich nehme die legendäre Vergewaltigungsrune. Schade, ich hätte vieles anderes gebrauchen können. Ich hätte Scorch, Blitz alle, heilen alle. Heilen alle habe ich wirklich seit einem Jahr bestimmt nicht gezogen. Jo. Na, legendäre Vergewaltigungsrune mit den Vergewaltigungshelden, ne? So, wir können nochmal 2 Kisten snacken. Mal sehen, ob wir jetzt. Natürlich, jetzt kriegen wir einen starken Gegner. King 4321 ITP. Er spielt direkt einen Arschgeneral. Krasser Scheiß. Ich glaube, ich werde Kachina aufbewahren als Konterkarte. Weil er hat ja ein bisschen Bart. Da tut das jetzt nicht so ganz weh mit der Vergeltung. Das war jetzt nicht so geplant. Ich denke mal, ich werde Rasi nehmen. Rasi wird sich selber ermächtigen. Da ist sie schon bei 18. Plus 8 hat sie 26. Plus Samael 27. Und wenn ich jetzt noch den Null-Delay-Engel lege. Ich weiß nicht, ob er den wegkriegt. Auf jeden Fall 20 Damage macht er. Ah, das ist nicht so gut. Ja, das Wart schützt schon ganz gut. Also er hat jetzt nur 5 Damage bekommen statt 11. Das ist schon eine köstliche Angelegenheit. Das kann man mal so machen. So, Kachina müsste rüberrutschen, wenn dann Grimmkeil rauskommt. Ja. Es ist schade, weil sonst hätte ich Cordelia gelegt. Die hätte natürlich richtig Rabatz gemacht. Ich werde, glaube ich, trotzdem Cordelia legen und dann den Null-Delay-Engel. Da könnte es schon durchaus sein, dass ich dann den Helden kaputt mache. Ich kann es jetzt nicht zusammenrechnen. Wie viel Legion war es? 15% vom Leben. Aber wir werden es ja klar. Also, es wird wohl irgendwas Doppelschlag 20, 25 machen. Ich mach mal auf Geschwindigkeit 2. So. So, Cordelia, Doppelschlag 29. Jawohl. Und das Spiel ist vorbei. Nice. Krimpfli, wolltest du noch was gegen mein Deck sagen eigentlich? Ja, du hast es noch nicht richtig getestet. Ja, das stimmt. Henning! Bist du im Stream? Okay, was spielst du denn hier? Okay. Ja, ein bisschen Ember halt mit ein bisschen Korrosiv, aber. Finde ich jetzt nicht so schmackhaft. Muss ich sagen. So, ich muss mal ganz kurz das Ladekabel holen. Achso, ich muss schon wieder legen. Was lege ich denn jetzt? Ah, jetzt würde ich Terrorlad. Warte mal, Elektromus. Ja, jetzt ist nicht so ganz gut. Ist nicht so ganz gut jetzt.
kriege ich dich weg, Lapis? Das ist die große Question. Warte mal, ich krieg Ermächtigen 8. Und Rasi macht 18. Müsste reichen. Müsste eigentlich... Ach nee, Quatsch. Quatsch, das habe ich ja ganz verpeilt. Der hat hier 33 Leben. Shit. Ah, fuck. Ja, Kachina wäre jetzt aber keine Option gewesen und... Rasi ist stärker als Elektromus. Ah, das ist ärgerlich. So, jetzt stirbt drüben nichts, wenn ich... Warte mal, ich muss nochmal rechnen. 6 plus 11 sind 17, plus Samael sind 18, plus er sind 26. Nee, schaffe ich nicht. Vielleicht kann China jetzt legen. 26? Er hat aber vorne ein Problem. Also, ob da die Karten so rauskommen werden... So, was wünsche ich mir denn, was gefreezed wird? Terror Lord wäre nicht schlecht. Ah, shit. Shit. Krieg ich ihn jetzt kaputt? Warte mal, Panzerung 4, das sind Panzerung 6 und du hast 5. Ja, ich kriege, Rasi kriege ich weg und das ist, glaube ich, das müsste es wert sein. Das ist mir wert. Hauptsache Rasi ist weg. Und die Leute werden aber auch ein bisschen geheilt, das ist gut. Deswegen liebe ich diese Null-Delay-Karten bzw. diesen Null-Delay-Engel. So, du bist sofort on top, du bist sofort im Spiel. So, er zerstört sich selber an Kachina. Jetzt würde ich Quiti hinten rauslegen, um noch ein bisschen was zu freezen. Oh, ich muss noch eine legendäre Imbrunstrune auf Xerxes machen. Die habe ich ja über ohne Ende. Das habe ich vergessen, shit. Das muss ich noch tun. Ja, das Hexbolt zerstört mich allein schon. Das müsste ich verloren haben. Aber ich muss noch dazu sagen, ich hätte so oder so aufgegeben gegen Hengi. Das kann ich natürlich im Nachhinein immer easy sagen, aber ich wollte die Spannung nicht rausnehmen. Ich hätte so oder so aufgegeben. So, du bekommst noch eine Ruhe. Jetzt gucke ich erstmal durch, ob die Runen überhaupt alle passen. So. Weil Imbrunst Engel 12 macht schon Spaß. So, du hast Heilen alle, jawohl. Du hast Leben, du hast Ermächtigen. Das passt. Racheengel hat Leben. Ja, es war vielleicht, ist vielleicht gar nicht schlecht, so als First Drop Blast einzulegen. Aber es hat schon Probleme, den wegzubekommen. Gerade so die erste Karte hat es ja besonders schwierig, weil sie bekommt ja nur maximal einmal Legion. Ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Aber ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, ob Arschgeneral seinen Weg finden wird in die Pay-to-Win-Decks bzw. in die Ruby-Decks. So, was haben wir denn jetzt hier zur Auswahl? Ich würde definitiv ihn legen. Kachina möchte ich mir sehr, sehr gerne noch in der Hinterhand aufbewahren. Okay, Narix. Warum? Ich denke mal, jetzt kommt Vibescale oder irgend sowas. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich weiß nicht, was er sich so dabei denkt. So sieht's nämlich aus. Jetzt
versuche ich doch eine Kette aufzubauen. Ich hätte jetzt Quitty legen können zum Erstarren. Aber ich mache es jetzt doch mit Lapis. Jetzt werden die ganzen Ermächtigen alle legendären Runen bei den ganzen Free-to-Play-Spielern wieder draufgehen, weil jeder Racheengel, weil jeder Arschgenerator damit bestückt werden muss. Okay, Narix wird eingefroren, das ist okay. Und da gibt er auf. So, da haben wir unsere Kisten fertig. Grimpfli, ich würde sagen, wollen wir mal gegeneinander spielen? Können wir gern tun. So, da muss ich die erstmal suchen. ABCDE, da ist er. Ja, jetzt sind es noch 12 Minuten und dann kann man Dingsbumsen spielen. Die Challenge. Und ich hab ein bisschen Angst, dass ich es doch noch verkacke. Ah, das würde mir so, so gut tun, dass ich endlich mal 250 Loktorsteine hole. Ja, ich versuch's zu helfen. Ah, das wäre so, so gut. Vor allen Dingen, wenn du hier einen Stern verlierst, dann bist du vielleicht noch 25. oder so. Dann kriegst du noch, das hatte ich glaube ich schon mal, da habe ich einen Stern verloren und da habe ich nur noch 120 Steine bekommen. Oder 150, irgendwie sowas. Ja, also Oni habe ich so noch gar nicht so wirklich viel gezogen. Ich hoffe mal, jetzt kommt... Obwohl, doch, du könntest jetzt noch einen hinterher schieben, das wäre okay. Aber wie ich dich kenne, wirst du wahrscheinlich eine Valkyrie legen oder so. So kenne ich dich nämlich. Was? Noch ein Oni? Was ist denn da los? Ja, den kriege ich wahrscheinlich nicht weg. Oh, der hat nur eine epische Ermächtige. Hast du den gerade gezogen? Ja, ne? Ah, Betrayal. Man hat, was man hat. Die Legendären gingen bei... Ein Drachen drauf. Ja, das glaube ich, das glaube ich. So, jetzt müsste ich mal rechnen. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen werden. Ich probiere mal mein Glück. Oh, der Racheengel, Doppelschlag 19. Er hat jetzt tatsächlich 14 dazu bekommen. Da war aber auf 5 und hat 14 bekommen. Nice, nice. Oh, noch ein Oni, meine Güte. Ja, aber mit, du hast natürlich das Problem, wenn Terrorlad vorne liegt. Das ist genau das gleiche wie mit Blast-Eye. Hast du vorne als erste Karte eine Karte mit Korrosiv und viel Leben und vielleicht noch Emberheit, hast du ein Riesenproblem mit einer Engel als erste Karte. Hat er leider nur Onis auf der Hand. Ja. Da kann ich ja auch Tower Battle gegen dich machen, da kommt's auch selber hinaus, wenn du nur Onis hast. Ja, wenn du, ich glaube, wenn du mit Onis, ja, das muss halt, du musst halt, glaube ich, auch eine gute Karte, für den Start haben. Also beispielsweise Kachina oder den Drachen. Ja, dann sieht's halt bei dir schlecht aus, ne? Du hast nur drei Karten, die als First Drop gut werden. Das reicht. Und er zieht sie, jawoll. Und jetzt gucke ich in die Röhre. Äh...
Ich könnte jetzt Terrorlord spielen, um deinen Oni zu korrosivieren. Oder ich könnte Rasi legen in der Hoffnung, dass Oni ermächtigt wird. Ich entscheide mich mal für Ra. Ich weiß jetzt nicht, was die bessere Variante gewesen wäre, deinen Oni rauszunehmen erstmal. Ich hoffe mal, dass ich. Ich weiß nicht, was hättest du jetzt gesagt? Rasi oder Terrorlord? Ich hätte es auch so versucht. Ich hoffe, dass jetzt Oni ermächtigt wird. Nee. Wird er nicht. Aber es reicht auch so, komischerweise. Es reicht auch tatsächlich so. Nur leider, die zwei Panzerungen von Samael haben es noch gerettet bei deinem Oni. Überlebt jetzt mein Racheengel? Ich glaube es nicht. Das dürfte nicht reichen. Panzerung 7? Das wird nicht reichen. Das glaube ich nicht. Nee, nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall! Ja, das ist halt echt sick. Und jetzt kann ich schon, jetzt habe ich Lapis, Cordelia und Quiddy. Jetzt ist schon scheißegal, was ich lege. Ja, wenn du mal in die Hinterhand gerätst, dann ist das Match vorbei. Ja, da kannst du mache gar nichts. Kostet gar nichts. Nee, kannst du nichts machen. Ja, Theoberg, grüß dich. Kennst du nicht das Lied von Robbie Williams? Also, wenn ich immer leicht angetrunken bin, dann trelle ich das gerne. Aber zum Glück bin ich das jetzt nicht. Was gibt's denn sonst noch so? Ja, da machen wir noch mal. Ja, wie es halt bei den Engeln so ist, ne? Also, es bringt ja jetzt auch nicht, glaube ich, das halbe Deck voll zu quatschen, voll zu klatschen mit Konterkarten. Was willst du denn auch gegen Oni machen, wenn er Doppelschlag 30 macht? Da kannst du Korrosiv haben oder Ember, wie du möchtest. Deswegen, Loktor finde ich jetzt auch nicht so. Ja, da kriegt er dann Ember halt 14, aber die 69 Leben, die sind ratzfatz weg. Ne? Hast du ja gesehen, Racheengel macht einfach mal knusprige 20 Doppelschlag, die sind schon mal 40 weg. Ja, wobei ich finde, Loktor könnte ganz gut funktionieren. Vielleicht Terrorlord und dein Loktor. Weil Terrorlord kriegt man, oder die erste Karte kriegt man ja schlecht weg mit Korrosiv. Und Loktor könnte dann auch rauskommen, da hättest du dann schon mal Hexbolt. Und das würde natürlich alles zerstören, weil kein Engel hat doch hier Unsicht, oder ganz wenig Engel haben doch nur Unsichtbarkeit. Beziehungsweise Ward oder sonstigen Schutz. So, das Lied muss ich weitermachen, weil das ist nämlich Copyright geschützt. In der No Copyright Sound Playlist, Top 30, ist ein Lied, was Copyright geschützt ist. Alles klar. Naja, da kriege ich sonst wieder eine böse E-Mail von Twitch und YouTube. Lock funktioniert nicht. Hallo Thorsten, Lock funktioniert nicht. Emberheit wäre in der Slow Meter gut, aber Enge ist. Ja. Ja, wenn dann Vergewaltigung, das stimmt. Aber Korrosiv ist auch gut. Wie gesagt, als First Drop Korrosiv. Du hast ja gesehen, wie die ersten Karten daran sich totbeißen. Ja, aber Loktor nimmt halt die ganzen One-Delay-Engel raus und nimmt sogar Oni raus. Also Loktor überlebt, wenn du einen Oni gegenüberlegst. Bis Oni tot ist. Ich bin mit Iron Paw eigentlich relativ zufrieden. Den mag ich ungern rausnehmen. Und Cordelia hat man ja auch gesehen. Da würde ich eher noch einen Lapis rausnehmen, weil die mir zu langsam ist. So, was war es jetzt? Loktor. Ja, so ein Blastei. Gut, ich habe keins mit Lebensruhe, könnte ich zwar noch machen. Wir können es ja mal probieren. Ich glaube, die Kämpfe jetzt hier so. Warte mal, wo bist du denn? G, 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 Grimmfliehen.
Ups. Ach so, du machst gerade einen Kampf. Jetzt nicht mehr. Also korrosiv als wie gesagt als First Drop, so ein Blast Eye beispielsweise. Ja, moin. Fand ich schon gut, was wie das Henning vorhin gespielt hat. Fand ich schon gut. Hat mir gefallen. Ja, Theo, wir können ganz schlecht gegeneinander spielen gerade. Da müsste sich die Gilde verlassen. Ich ziehe halt auch nichts Brauchbares. Also bei meiner Starthand, ja, wie willst du denn was Brauchbares ziehen, wenn dein Deck aus drei Karten besteht? Oni, Valkyro und dieser komische Drache da noch. Ach, stimmt doch gar nicht. Ich hab nicht mal alle Onis reingepackt. Wie viel hast du? Wie viele Quad-Onis? 7. Okay, er hat ihn nicht platt gekriegt. Ja, das ist das Problem, wenn er First Drop ist und dann von links keinen Ermächtigen bekommt. Genau. Beziehungsweise Legion. Geil. Der zweite Schlag ist nicht durchgekommen vom Racheengel. Ja, das ist halt das Problem, wenn man Korrosiv auch mit auf der Karte hat, wo man eigentlich Vergewaltigung nutzen möchte. So, ich würde sagen, wir heilen wir mal ein kleines bisschen hoch. Ach, na, gegen den Racheengel ist schlecht, gegen den Rest ganz gut. Betrayal, genau. Könnte man ja eigentlich mal wieder so die 420 Sterne anpeilen im Single Clash. Würde ich sagen. Also hier definitiv möglich. Ja, jetzt erstmal ein passendes Deck finden. Wenn sie nicht wieder sind. Warte mal, wir müssen mal gucken. Ich muss noch mal gleich gucken. So, wir machen mal jetzt den letzten Kampf, weil dann ist es nämlich 19 Uhr. Beziehungsweise ist gleich 19 Uhr. So, Mann. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe eine Konterkarte. Also wenn ich angefangen hätte, hättest du verloren. Das sagst du jetzt. Kriegst du Oni down? Ah, ich riskiere es. Scheißegal, ich riskiere es. Ist egal. Also er kriegt Inbrunst, er kriegt 11 Attack. Jetzt müsstest du schon eine One-Delay-Doppelschlagskarte legen. Habe ich leider nicht. Oh! RIP! Ich ziehe halt auch nur Müll. RIP! Starthand, Terrorlad, Oni und Betrayal. Also so wie es jetzt liegt. Nein! Was? Wieso denn 17? Ah, so eine Fick-Scheiße hier, ey. So, Betrayal nehme ich schon mal raus. Hat er plus 8? Natürlich hat er plus 8. Ah, Drecks. Fuck. Oni. Ja, wenn du... Das war schon beim letzten Engel-BGE so gewesen. Wenn du einmal ins Hintertreffen gerätst, dann war es das. Theo. Ja, das erinnert mich gerade daran, dass ich irgendwann mal den Nightbot überarbeiten muss. Ich glaube, je mehr Oni, umso besser. Ich glaube, du kannst damit nichts verkehrt machen. Das war's. Was soll ich denn jetzt hier noch machen?
Ja, Uni ist halt schlecht gegen One Delay Freeze, deshalb habe ich nicht so viel reingepackt. So, reicht erstmal für den Moment. Ich würde sagen, wir machen die Challenge-Kämpfe jetzt. Ich bin noch bei 90 Sternen. Und ich habe bisher nicht ein einziges Mal schwitzen müssen. Machen wir da weiter. Oh, Autoplay rausnehmen. Keine gute Starthand. Jetzt muss ich erstmal wieder in den Modus reinkommen, jetzt hier was komplett anderes zu spielen. Okay. Es scheint irgendwie kein Challenge Deck zu haben. Kann ich voll damit leben. Umso besser. Und das sieht gut aus. Spielst du deine auch schon oder machst du die danach, Küpfli? Ich warte, dann kann ich dir eventuell noch helfen. Oh, Zero Hero. Keine gute Starthand. Ich muss, glaube ich, gleich auf Blitz alle gehen. Ah, Loco. Loco will ich natürlich überhaupt nicht sehen. Loco will ich überhaupt nicht sehen. Aber gut, er ist nicht sehr besonders hoch. Das ist mein Glück. In Anführungsstrichen mein Glück. Ich glaube, ich lege jetzt Zilla. In der Hoffnung, dass ich was freeze. Oder soll ich den ja legen? Ich glaube, ich lege Zilla. Dass ich einen Freeze noch draußen rauskriege jetzt. So. Jawoll, das sieht gut aus. Das sieht nice aus. Nice, nice, nicer, dicer. Ja, ich spiele die Lightning Juggernaut Armee. Und die haben alle noch nicht mal eine Rune. Die sind sowas von krank. Doppel, Blitz alle 5. Zweimal. Das mit One Delay. Hast du auch schon gegen Xovros Deck gespielt? Ja, ich habe schon gegen Xovros und gegen Sierra Crusher. Ich habe schon gegen alles gespielt. Also ich habe wirklich auch sehr, sehr starke Gegner bekommen. Da kann ich mich nicht rausreden, beziehungsweise kann man mir nicht vorwerfen. Oh Mann, jetzt ist die Nase zu. Oh, ich muss mal ganz kurz die Nase putzen. Die ist jetzt vollkommen zu. So. Ja, hier würde ich definitiv... Einen Moment, da muss ich gucken, welches Blaster das ist mit Verhexen alle 8. Könnte ich mir noch aufheben, aber hier definitiv Noctrus mit Verhexen alle 9. Die Karte, also Blossom Seed, hat mir bisher am meisten Probleme gemacht. Die ist schlimm. Ja, und er legt natürlich gleich eine perfekte Kombination mit einer Verhexen alle 8 Karte in Verbindung mit einer Bolt All 11 Karte. Aber es stirbt zum Glück beides. Also eine Karte hätte sterben müssen. Es ist halt das. Du machst halt Verhexen alle 10 und dann machst du Blitz alle 15 zweimal. Wenn die Karte keine Unsichtbarkeit hat. Das ist halt das Brutale. Aber gegen sehr, sehr viele Decks, was wollen die machen? Was würden Free-to-Play-Spieler machen oder ein Spieler, der nicht Noctrus auf 10 hat oder keine so starken Karten? Was willst du machen, wenn da eine Verhexen alle 8 Karte kommt und dahinter deine Bolt All 11 Karte? Da kannst du machen gar nichts. Da macht er einfach mal knusprige Blitz alle 20 draus, wenn du keine Unsichtbarkeit hast. So, Mike Master 44, das sieht... Ich lege hier zum Beispiel sehr gern Zilla unter den Turm, weil hier ein Freeze ist Gold wert. Vulkanus, okay. Ich kann eigentlich jetzt schon auf Loktor gehen, weil ich habe ja dann Hexball draußen. Vulkanus ist gefreezed und damit sieht es sehr, sehr gut aus. Er hat keinen Hex am Start, das ist sehr schlecht für ihn, das ist sehr gut für mich. So. Jawoll, 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 jawoll. Und Zilla überlebt auch noch eine Runde und das war's.
So, jetzt lese ich nochmal ganz kurz den Chat. Ich spiele hier gerade Bounties auf den... Ja, Free-to-Play, also es ist eine mega krasse Karte. Deswegen, wenn es die bei D&D geben sollte, knallt alle eure Arena-Coins rein. So, noch 11. Oh nein, Oklette. Mega starker Gegner. Und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt, ich kann Noctrus legen, ich kann aber auch Scylla legen. Und ich glaube, ich gehe lieber auf das Freeze von Scylla. Auch wenn es auf den Turm gehen kann, vollkommen klar. Jetzt lege ich noch Noctrus und dann lege ich eine Blitz-Alle-Karte. Ich hoffe, dass ich dazu kommen werde. Ich hoffe, dass ich in den Genuss dazu kommen werde. Ich glaube, Noctrus wird sterben. Ja, das dachte ich mir. So, und jetzt muss der Freeze sitzen. Die Sonne ist okay. Scylla wird sterben. Oh, fuck, fuck, fuck. Das sieht nicht gut aus. Was meinst du, Grimfli? Blast Eye oder noch mal Blitz alle? Ja, will Blast Eye überleben? Ja, wobei die Sonne und... Ja, was soll ich denn jetzt mit Atlas? Das bringt mir ja nichts. Ich muss jetzt versuchen, nochmal zu hexen und dann nochmal Blitz alle Karte hinterher zu schmeißen. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die erste Sonne ist weg. Das hat mir nochmal den Arsch ein bisschen gerettet. Ja, das wird eng. Gott sei Dank hat Blaster überlebt. Ich muss jetzt... Ja, Locktor vorne, der... Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Ja, das Schild alle, das hat mich jetzt auch noch gefickt. Die Sonne ist wenigstens gestorben. Keine Rune auf Loco, das ist auch noch so ein bisschen Glück. Aber ich glaube, das ist zu spät. Fuck! Mann! Drecksspiel! Wieder keine 250 Locktor-Steine. Leck mich doch am Arsch, ey. Wenn der Freeze von Scylla nicht auf den Turm geht, sondern einfach auf die Karte, ist wahrscheinlich alles schön. Es ist jedes Mal ist aber auch irgendeine Kacke. Und so ging es mir bisher. Da habe ich einfach nur die Karten gelegt, bin durchgerusht. Und dann war es gut. Da musste ich mir fast nicht so die Gedanken machen. Ach Mann, ey. Jetzt kriege ich wieder 100 Steine weniger als diejenigen, die den einen verfickten Stern noch mehr geholt haben. Und das ist das, was mich so ankotzt. Dass du ja einfach nur angearscht bist, wenn du 134 und 33 holst. Mann, ich hatte es so gehofft, weil das lief gestern, es lief die letzten 30 Kämpfe so flüssig, da habe ich wirklich starke Gegner gehabt, habe es aber trotzdem geschafft. Die hatten Xovrus, Sierra Crusher, allen möglichen Pipapo. So, du hast Hex 8.
Mann, 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 Mann. Klausi! So, Krümpfli, was sagst du? Welche Karte soll ich legen? Ich nehme die rechts. Okay. Nicht, dass du mal sagst, dass ich nicht auf dich höre. Okay. Das Schöne bei der Karte ist, da musst du noch nicht mal unbedingt Hex haben. Kannst du einfach 15 mal reinpacken und gut ist. Ich glaube, damit wärst du nicht so schlecht dran. Und den spiele ich noch nicht mal mit Ruhen. Dann kannst du wenigstens mit Autoplay nichts falsch machen. Das stimmt. So, das wird jetzt wehtun. Oh fuck. Das hätte ich nicht gedacht, dass beide vorm Sterben. Ich glaube, ich lege Black. Warte mal, stirbt jetzt überhaupt eine Karte? Das ist jetzt die ganz große Question. Da drüben wird alles überleben. Ja, weil sonst hätte, wenn ich nämlich was gestorben wäre, ich muss Black verlegen. Wenn's blöd läuft, kriegst du 0 Sterne. Eigentlich müsste jetzt, glaube ich, bei mir alles überleben, wenn ich nicht ganz verstrahlt bin. Natürlich nicht. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Zum Glück steht jetzt hier gerade nichts, was ich an die Wand schmeißen kann. Das ist ja das Schlimme. Du denkst, du kannst wirklich 135 machen, weil du siehst, dass andere verlieren und bei dir läuft so super und dann wirst du einfach nur ordentlich rektal gespült. Ein Deck, was gegen die besten Spieler funktioniert, brauchst du ja nichts zu ändern. Wenn das dann mal ein Kampf irgendwo, da kannst du ja nichts machen. Ich habe jetzt auch nichts falsch gelegt. Gegen River habe ich gestern schon gespielt, den habe ich sowas von weggeknippelt. So, ganz schlechte Starthand. Was macht der Ermächtigen alle Äther? Bist du Äther? Natürlich bist du Äther. Probieren wir es mal so. Atlas, stirbst du? Nee, nicht ganz. Alter. Ja, wenn's mal scheiße läuft, was, dann... Was ist denn heute hier los? Was ist denn das für eine verfickte Scheiße hier heute? Ich krieg Sovrus vorne nicht weg, ey. Ja, jetzt wird nichts sterben und Sovrus macht mich platt. Nee, doch.
Beacon ist Gott sei Dank gestorben. Ja, aber jetzt ist es vorbei. Was für ein hübsches Bild. Mein letzter Zug. Und beide Karten sind gefreezed. Alter, leck mich doch an der Eiche. Da kriege ich echt große, große, große Kotzen. Mein Gott, glaubt niemals daran, 135 zu holen. Ganz einfach. Das wäre das Beste. Schön Blackfin in Verbindung mit Sierra Crusher. Genau das, was ich jetzt brauche. Mein Gott, ey. Es kotzt einen einfach nur an. Und was für ein perverses Glück müssen denn dann bitteschön diejenigen Leute haben, die 135 holen. Ja gut, so wie bei allen anderen Challenges ja auch. So, kann ich ernsthaft noch 131 holen? Herzlichen Glückwunsch. Thank you for playing Spellstorm. So, stirbt jetzt die Sonne? Ja. Müsste. So sah es bei mir bisher so aus in den Kämpfen. Gegner hat zwar stark angefangen, aber ich habe immer meine Kombination rausgekriegt. Ja, moin, 131, prima. Natürlich, Mr. Grimes, 135, natürlich. So, ich bin jetzt schon auf, na gut, wo werde ich landen am Ende? Ich sag mal 26. bis 50. könnte vielleicht sein, vielleicht auch 11 bis 25. Ah. Mein Gott, ich kann so kotzen. Nee, nee, nee. Aber kannst du, mache gar nichts. So, ich suche mir jetzt nochmal einen bei Tidal Ashes raus, der online ist. Okay, Kaflo spielt einfach mal viermal Valkyrie, viermal Azariel. Ja, moin. Demon Bane, wie sieht's bei dir so aus? Er spielt Arschgeneral. Ach, Crow, stimmt, du bist ja bei uns. Hab ich ja ganz vergessen. Ach, Mann, ey, ich hab so gehofft, die 135 zu schaffen. Probier's mal mit Lapis. Weil da kriege ich nämlich den Freeze raus. Ich hätte jetzt eigentlich Terrorlord legen können, dann Boni. Ja, da werde ich Azariel nämlich freezen. Und dann werde ich Azariel im Doppelschlag weg wie niedermetzen. Hoffe ich doch mal, wenn jetzt nicht eine One-Delay kommt. Eieieiei. Ich muss hoffen, dass Azariel gefreezed wird. Ich muss hoffen, dass Azariel gefreezed wird, sonst war's das. Und Azariel wird gefreezed. Überlebt der Racheengel jetzt eigentlich? Doch, müsste doch, ne? Ja. Die Freeze sind so unglaublich wertvoll.
Vielleicht nehme ich doch noch Lapis mit. So, wenn ich Pech habe, sterben zwei Karten. Wenn der Blitz auf Racheengel geht. Okay, Oni wird gefreezed, das ist nicht so gut. Aber ist trotzdem vorbei. So, ein kleines Rückmatch. Wo habe ich dir jetzt eigentlich meinen Stöpsel vom Trinken hingeschmissen? Ach, da hinten in der Ecke. So, Crow. Na dann zeig mal, was du kannst. Da hat sich jemand was von mir abgeguckt. Eieiei, das wollte ich eigentlich nicht sehen. So, dann freeze jetzt aber auch bitte selber Lapis. Das wäre... Oder? Warte, nee, Lapis müsste überleben. Warte mal, 8? Nee, 14? Quatsch, kriegt doch noch Legion. Müsste sterben. Ja. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ein gewasteter Freeze. Damit kann ich leben. So, nur wurde Elektromus so dermaßen runtergeschwächt, dass er es nicht mehr geschafft hat, Betreuer einen Platz zu machen. Ja, moin. So, jetzt kriegt er auch noch Nullify. Jetzt hoffe ich mal, dass alles hier rüber geht auf Rasi, dass das Schild... Achso, Schild Mecha kann ja gar nicht rübergehen. Aber ermächtigen Engel 11, das kann rübergehen. So. Was hat... Ich glaube, es ist beides auf Elektromus gegangen. Hier das ermächtigen Engel 11 ist rübergegangen und ich glaube, das auch. Ja, Loktor als First Drop. Die zerreißen sich davon daran. So, hoffentlich überlebt Cordelia jetzt. Das wird eine enge Kiste. Ja. So, Azariel stirbt jetzt am Ember halt. Ja, Azariel ist halt eine absolut geile Karte, wenn du die, ich sag mal, hinten rauslegst. So, als First Drops ist halt nicht so, sag ich mal, aber hinten raus und dann die Freezes zu machen. Das ist eine Top-Karte. So, wir gucken mal noch so ein bisschen durch. The Lawyer, was hast du so? Arschgeneral. Adventurer. Antipandi. Okay, hat noch nicht gewechselt. Crow hatten wir ja gerade eben. Darky. Hat auch noch nicht gewechselt. Entropical Angel. Hat auch noch nicht gewechselt. Krimpfi hatten wir ja schon gesehen. Juline. Oh, so vor 11 Stunden online. Also der hat auch bestimmt noch nicht gewechselt. Kingtip hatten wir ja voll in der Arena. Okay. Okay. Die finde ich zum Beispiel krass, aber die wird halt nur maximal einmal Valor kriegen. Weil wenn die bei 19 Angriff ist, dann kommt da nichts nochmal drauf. River? Ah, Siju, stimmt. Siju gibt's ja auch noch. Ja. Rosi? Wo ist Rosi eigentlich?
Skeletor Speck. J-Claw ist auch noch nicht online gewesen. Ach ja. Goodie. Gehen wir mal noch ein bisschen in die Arena. So, ich bin auch durch. Und? 135. Sorry. Nee, ich bin nicht böse. Bei dir geht das noch. Glückwunsch. Dankeschön. Und wieder Silber 1 mit dem Drink. Silber 1? Ja, mit dem Drink bin ich wieder Silber 1. Grimfli, kannst du mir bitte sagen, dass ich nichts falsch gemacht habe in den Kämpfen eben? Nein, du hast nichts falsch gemacht. Das Problem war einfach, dein Deck war extrem anfällig gegen Freezes und das hat dich halt einfach die zwei, dreimal gefickt, sag ich mal. Grimfli, wir haben Kinder hier. Theobär guckt zu. Das war einfach gefubert. Aber gestern, das lief noch so flüssig. Oh Gottes, um Gottes Willen. Wird mich jetzt wirklich hier so ein Hexbolt-Deck zerstören? Ich hoffe mal, dass ich Narix einfrieren kann. Obwohl, das rutscht. Das müsste alles eins rüberrutschen. Narix und Freeze wäre nice. Ja, so geht's auch, so geht's auch. Iron Paw hat ja Wart, das ist nicht so schlimm. Kein Ding. Und vor allem jetzt wird das schön hochgeenraged. Zack. Zack. Oh, der hat jetzt bestimmt schön Angriff. 21 plus die Legion, plus das Ermächtigen von Quidi, kommen wir bestimmt auf 40. Ja, 42. Nice. Und da habe ich jetzt noch keine oder noch nicht mal eine gute Starthand gehabt. Ja, das ging fix. Es gibt nur eine Möglichkeit jetzt zu spielen. Engel, Engel und nochmal Engel. Stimmt, die Karte habe ich. Ach ja, stimmt, die, warte mal, die kommenden Events wollte ich gucken und die Map Reward wollte ich mir auch noch angucken. Oh, dass die im. Das, warum müssen die denn schon wieder ein Skill einfügen? Ja gut, Armor 50%. Das macht die Engel nicht ganz so OP. Armor 50%. Das heißt. Gut, Iron Paw kann man schon spielen. Was haben wir denn für Engel mit Panzerung? Da gab es doch so 1, 2, 3 Stück. Engel. Quad. Mit Panarasi natürlich. Elektro muss gut, der hat aber nicht viel. Da geht er dann von Panzerung 4 auf 6. Also wären Durchbohren-Karten auch schon ganz gut. Engel mit Durchbohren, könnte man den Goblin-Engel spielen. Der hat natürlich Panzerung 9 und wenn er mit Rune, oh, wenn er mit Rune gespielt wird mit Panzerung 9, dann hat er natürlich Panzerung 14. Eieiei. Und dann nochmal Doppelschlag und Vardor 9. Kann gut sein. Ach ja, die natürlich. Und Oxylus. Stimmt, Oxylus habe ich ja komplett vergessen. So, der hat der ist genauso, der hat Panzerung 6, mit Rune hat er 9, im BGE 14, mit Saber eher 16. Panzerung 16, heilige Scheiße. Das ist gut. Das ist nicht Cordelia. Ja gut, Cordelia hat durchbohren, hast recht. Ich werde aber auch definitiv Oxylus spielen.
Panzerung 9, 65 Leben. Gut, sein Abschöpfen wird wahrscheinlich nicht zünden. Aber damit lässt sich doch arbeiten. So, gucken wir mal in die weiteren Events. So, dann gibt es wieder eine Korrosiv-Challenge. Oh, da gibt es Left-Steine, cool. Korrosiv, dann kommt... Achso, der Brawl geht zu Ende. Okay, der Guild Clash ist ohne Buff. All enemies start with a Castle Tower. Okay, okay, okay. Also Guild Clash ist ohne Buff, aber der Single Clash ist mit Panzerung. Finde ich eigentlich auch ganz gut, weil sonst hätte ja jeder 426 Sterne geholt, sage ich mal so. Oder es hätte sehr, sehr viele gegeben, die das geschafft hätten. So kann man sein Death Deck wirklich nach Panzerung ausrichten. Card Collection. Und zwar... Was ist denn die neue Karte von der... was ist denn die neue Reward-Karte? Grimfli, weißt du das? Nein, habe ich noch nicht geschaut. Man sieht sie jetzt ja auch nicht, ne? Obwohl doch hier hinten. Wie heißt sie? Harbrooks. Harbrooks. Harbrooks de Lance. Was ist denn das? Oh, die gab's letztes Mal auch schon. Die ist nicht so prickelnd. Ach, die hier. Ah ja, alles klar. Was soll denn das? Ermächtigen alle Aether 2. Nullify 4. Ist ja ganz wichtig, dass ich dann im Doppel... Mit Rune natürlich 6. Ist ganz wichtig, dass ich dann Nullify 12 auf eine Karte machen kann im Doppelschlag. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, moin. Die Reward-Karte kann man sich sonst wohin schieben. Finde ich ein bisschen schade. Da hätte es doch bestimmt andere Varianten gegeben, die viel geiler gewesen wären, oder nicht? Ich habe jetzt zwar nicht gerade sowas spontan im Kopf. So, Oni, wannetest du Elektor? Ja, kriegst du hin. Sehr schön. Bist du feiner. Bist du ganz feiner. Was gab es denn noch so für Engel Rewards? Mal gucken. Nein, Infinity. Naja. Ja, mit Single Blitz ist nicht so geil. So, die ist genauso kacke. Kann man die vielleicht im Clash unter den Turm packen? Ja, die kannst du als Free-to-Play spielen, aber ansonsten... Als Free-to-Play im Clash unterm Turm und dann eine 2-Delay-Engel daher, da wird halt schön... Die hat halt 40 Leben. So, die macht halt mal... Wie viel Legion? 15%? 10%? Also die macht halt Legion 12 auf die folgende Karte. Schon mal. Das ist schon mal knusprig. Ach, das ist auch eine Reward-Karte, okay. Ja gut, Inbrunst-Engel 3 ist zu wenig. Die hätten echt mal eine neue geile erstellen können. Schade, schade. Goody. Ja, hier habe ich grandios verkackt. Mein Gott. Mein Gott. Ich hoffe, dass ich wenigstens noch die Top 25 erreichen kann. Aber ich habe nicht wirklich Hoffnung. Mit 131 wahrscheinlich schwierig. Mit den 134 wäre es safe gewesen. Aber 31, ne, ich musste ja auch unbedingt. Warte mal, ich hatte 34. Ich habe eine 1-Stern-Niederlage gemacht, genau, im zweiten Kampf und dann nochmal eine 2-Stern-Niederlage. Ach ja. Was will man noch dazu sagen?
So, damit haben wir ja eigentlich alles abgearbeitet. Wir haben alles gemacht. Ich gehe nochmal in die Arena. Einmal geht noch. Einmal habe ich noch Bock. Okay. Ich habe eine scheiß Starthand. Ich habe eine richtig beschissene Starthand. Ich hoffe mal, er spielt Arschgeneral. Da habe ich vielleicht noch ein bisschen Hoffnung. Okay. Okay. Warte mal, lege ich jetzt Rasi oder lege ich Quiti? Ich glaube, ich lege jetzt Rasi, dann Quiti, dann wird hoffentlich dieser Arschgeneral, der dann folgt, eingefroren und dann Cordelia. Bitte kein Racheengel oder so, bitte noch ein Arschgeneral. Der hat einfach auch mal heilen Engel 11. Ne? Okay, der hat gar keine Rune. Nice. Oh, fuck, der wird den auch wieder hochheilen. Ärgerlich. Das ist ärgerlich. Okay, ich habe noch einen Quiti. Das ist nice. Ah, er muss natürlich mit einem fucking Leben überleben. Jetzt wird er aber richtig fett ermächtigt. Der überlebt auch mit einem Leben, der überlebt mit fünf. Mein Gott, es läuft aber auch wirklich. Ich werde jetzt mal ihn spielen, vielleicht wird er ermächtigt von Elektromus. Braucht er gar nicht. Ein Spieler wird jetzt deutlichen Hass auf mich haben. Na komm, du kannst aufgeben, jawohl. Wo stehst du überhaupt? Du bist doch noch. Du warst doch irgendwo Elfter oder so? 17. Also wie hast du denn das bitte schön geschafft? Hochgeboostet ohne Ende. Na komm, einen machen wir noch. Einer geht noch. Mann. Jetzt nicht noch ein Azariel. Und jetzt bitte Azariel freezen. Musst du ja. Was laber ich eigentlich? Muss ja Azariel freezen. Geht ja gar nicht anders. Ja, Quiti, wirst du jetzt schon sterben? Ich glaube es ja. Ja. Ja, moin. Ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Ich kann nur hoffen, dass... Nee, selbst Quiti wird ja eingefroren. Die ganze Unsichtbarkeit wird ja zerstört. Fuck, ey. Jetzt wird auch noch eine Karte eingefroren, die ich unbedingt brauche. Also ich hoffe mal, Oni wird überleben. Nicht überleben, aber nicht wird nicht erstarrt. Und Oni wird erstarrt.
das war's. RIP! Hat doch so viel. Nee, das war's. Kannst du, mache gar nichts. Es wird auch ein ziemliches Roulette geben. Du kannst hier die besten Karten haben. Du kannst ja 15 mal Oni im Deck haben. Das heißt noch lange nicht, dass du gewinnst. Es kommt echt drauf an, ob du anfängst. Ist doch nicht so schlimm, ich bin noch weit oben. Kommt drauf an, ob du anfängst. Wie deine Starthand ist. Was dein Gegner für eine Starthand hat. Wie die Freeze-Blöcke fliegen. Was geschwächt und was ermächtigt wird. Es ist so krass random. Da liegt das Wenigste in deiner Hand. So. Ja, das mit dem Staub stört mich ein bisschen. Aber okay. Guti, da würde ich jetzt sagen, ja, ich bin schon bei über 2 Stunden. Da würde ich sagen, mache ich Feierabend für heute. Reicht erstmal. Ich werde bestimmt, lass mich mal überlegen, ja, Sonntag. Sonntag werde ich entweder einen Stream oder mal ein Video machen zur Abwechslung. Und werde ein paar Kämpfe zeigen vom Solo-Event. Und ja, sonst einfach mal spontan gucken. Ich werde die Tage vielleicht noch Livestream von Command & Conquer machen. Das macht mir zurzeit übelst Spaß. Er macht richtig Laune, richtig geiles strategisches Spiel. Ja, davon werde ich vielleicht nochmal ein Video machen und dann mal sehen. Mal schauen, was sich noch so ergibt. Freut mich, dass wir auch heute wieder so zahlreich gewesen sind. Auch jetzt gerade noch 10 Zuschauer. Das freut mich. Schön, dass ihr da gewesen seid. Da wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Chillt noch ein bisschen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.